nicht so tragisch. Das Lustige ist, ich habe mit der noch nicht einmal alle Slots voll. Das ist wieder das nächste. Ich habe nicht einmal die Slots voll. Okay, man könnte vielleicht sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich so den einen oder anderen triff und das sagst, okay, ich scheiß drauf und ich lasse keinen beschwören, kann man vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden. Oder entweder man sagt, ich nehme entweder die Fähigkeit oder den Dreher. Ist er dann auch wieder das nächste. Wenn, dann würde ich, glaube ich, eher den Dreher bevorzugen. Wenn dann glaube ich, eher den Dreher. Weil wenn mehrere so auf einmal so rund um dich da herumkommen, ist das schon was Feines. Weil wenn, gerade beim Chaosturm, kann ich mir gut vorstellen, dass dies eher stattfinden könnte, dass mehr um dich herum kommen, als wie vereinzelt. Ich bin aber auch froh, dass so viele Fertigkeiten dazu kommen. Also, Kristalle für Segnungen. Das finde ich schon super. Das finde ich wirklich top. Dass man da jetzt wieder merkt, da geht schon langsam was weiter. Da kommt schon immer wieder ein bisschen was. Merkt man schon. Aber ja, wenn man dann schon irgendwann mal sieht, okay, passt, da gibt es so viele coole Fähigkeiten. Weil die Falle muss ich jetzt nicht unbedingt. Das sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Die Falle muss ich nicht unbedingt haben. Wäre schon Bombe eine Falle. Falls wirklich welche zu nahe kommen, okay, den Dreher kannst du aktivieren. Und dann unten ist dann noch zusätzlich auf die Falle auch noch drauf. Dann aktivierst du noch den Dreher. Das ist top. Gute Kombination, würde ich jetzt einmal sagen. Aber dennoch muss ich aktuell nicht haben. Aber der Slot ist frei. Und das wäre schon was Feines. Wäre schon was Feines. Aber ich frage mich trotzdem, wie schnell wir Kapitel 2 beenden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir es viel schneller beenden als wie das erste Kapitel. Beziehungsweise wir leveln auch viel schneller irgendwie. Mir kommt es einfach so vor, wie wir einfach alles zacki-zacki gehen. Die Bogenschütze wird so schnell erwachsen. Wahnsinn. Aber ich liebe meine Groots. Ich liebe meine Mini-Groots. Die sind so Wahnsinn. Die sind so leibend. Oh, der nächste Xer. Let's go. Gib ihm. Was? Da war nur das fette Viech? Okay. Ist da nicht normalerweise einer. Du sitzt da nicht normalerweise immer einer drauf? Ich meine, das haben wir noch nie gehabt. Dass nur das Viech gekommen ist. Ohne irgendwie einen Herrenmeister zu haben. Ich meine, das haben wir noch nie gehabt. Allein schon die Fähigkeiten sind schon stark. Also die Spezialattacken teilweise. Wahnsinn. Was das teilweise auch wieder für ein Unterschied ist, Alter. Oh, heftig. Einfach nur heftig. Und diese Reichweite, Bruder. Diese Reichweite ist einfach der Wahnsinn von derer. Ich würde einfach sagen, die ist nicht ohne Grund dritter Platz. Ist top. Ist wirklich top. Aber ja. Ich würde sagen, der Söldner wird nie wieder rauskommen aus seinem Loch. Der wird der ewige sechste Platz sein und bleiben, Alter. Oh, nice! Der Söldner wird definitiv einfach den letzten Platz beibehalten. Der wird nie aus seinem Loch rauskommen. Nie. Ja, war definitiv echt gut, Alter.
Das ging zacke zacke, Alter. Wie wär's eigentlich gar nicht weg gewesen? Fähigkeitenmäßig? Naja, wir können sich aber eh nichts kaufen, weil es ist eh wurscht. Ja, trotzdem, muss man trotzdem ein bisschen hinschauen. Aber vielleicht haben wir einen Klick. Wir leveln noch eins und kriegen vielleicht noch durch, Missionsbeendigung vielleicht ja dann noch, irgendwas raus. Oder das wär's. Dass wir dann noch irgendwie eine Fähigkeit eher kriegen, damit man da vielleicht doch das eine oder andere ausnutzen können. Wäre schon was, wäre schon was. Ich sehe wenigstens schon. Ah, da geht schon langsam was weiter, weil wir kriegen schon ein bisschen was zusammen wieder. Wir kriegen schon ein bisschen mehr Socken. Scheiße, die Zeit ist noch nicht. Die Zeit ist noch nicht abgelaufen, der leckt mir am Arsch. Leckt mir am Arsch, Alter. Das Slot, der ging noch immer nicht. What? Von wo sind. Die Mini-Ratten, von wo sind die gekommen, Alter? Von der einen Kiste oder was? Oder sind die einfach mitbeschworen worden? War irgendwie so eine Fehlkreuzung, Alter, mit meinen Groots und einer Ratte oder was? Haben die Babys gemacht oder was? Halleluja, uiuiuiui. Das ist anscheinend aber ordentlich abgegangen. Da muss es aber so richtig abgegangen sein. Da kommt die Masse. Da kommt sie. Na warte, muss ich gleich rufen, Alter, die Scheiße hier. Ist mein Großer? Mein Großer ist noch da. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Solange mein Großer da ist, das passt dann schon alles. Sehr schön. Oh ja, ich kenn's. Ich muss gestehen, seitdem ich nicht mehr bei meinen Eltern lebe, habe ich auch kein Pyjama mehr. Ich weiß nicht wieso. Ich hab das immer schon gefeiert, irgendwie in irgendetwas Gemütliches anziehen. Seitdem ich da allein wohne, also seitdem ich bei meiner Freundin wohne, beziehungsweise ich jetzt in meiner Wohnung und wir bei meiner Wohnung, also ich komme einfach auf den Punkt, scheiß drauf, merke ich einfach, Unterhosenwüste sehen ist, das reicht schon manchmal. Passt schon, Hauptsache die Decke ist am Start, Hauptsache eine fette große Decke ist am Start. Das ist mir wichtiger, Hauptsache eine fette Decke. Aber früher, ich habe es so gefühlt, früher, Wahnsinn, so gemütliche lange Hosen etc. Boah. Es waren noch Zeiten, meine Jugend. Aber nicht, dass du denkst, irgendwas so Kindliches, sonstiges, sondern einfach wirklich... Ach so, gemütliche Hosen, könnte man fast schon sagen, Joggingshosen oder irgendwie dazu, das war so gemütlich, das war Wahnsinn. Nicht mal irgendwie so ein T-Shirt oder was Langärmliches, wenn's Winter ist, damit es noch gemütlicher war, Wahnsinn. Zu warm habe ich es noch nie gehabt, weil ich muss da ganz ehrlich gestehen, es war bei mir schon immer so, dass ich immer schon mit Decke geschlafen habe, auch im Sommer. Auch im Sommer schlafe ich mit Decke. Ich kann nicht ohne Decke schlafen, also mir ist nie wirklich warm. Also warm ist der Part gesagt. Mir ist immer warm, nur ich brauche halt trotzdem die Decke. Mir ist eh warm. Ich tue auch richtig schön einheizen und alles drum und dran. Also meine Körpertemperatur war. Ich muss ganz ehrlich gestehen. Dass ich das gar nicht wirklich so richtig beantworten kann. Manchmal mag ich so. Aber wenn, dann würde ich eher auf das Kältere. Wenn, dann würde ich eher das Kältere nehmen, würde ich sagen. Ja. Es ist zwar schwierig, aber ich mag lieber mehr das Kältere. Weil ich mag das halt einfach... Es ist ein bisschen kalt, frisch.
kuschelst dich unter die Decke mit der Freundin. Wahnsinn, Wahnsinn, das ist so ein geiles Gefühl. Dann tust du dich da so wärmen und es geht so. Es ist einfach nur so ein geniales Gefühl. Und wenn es dann zu warm ist, boah, dann schwitzt, dann kannst du nicht liegen, kannst vielleicht teilweise auch gar nicht schlafen. Es ist schwierig, es ist schwierig. Ich mag es zwar auch gern mit einer kurzen Nase gehen, alles drum und dran. Na, bei mir mit. Manchmal kommt es auch mal vor, dass ich mich ausdecke oder sonst irgendwas, aber wenn ich schlafen gehe, dann mit einer Decke. Kann nicht ohne. Steppert, die hat jetzt aber schon lange nicht mehr irgendwas Gutes daher gekriegt oder für ihre Waffen, das gibt es ja nicht. Schwache Partie. Oh, 29 fast, bis deppert. Es geht. Da geht was weiter, Alter. Da geht was weiter bei derer. Bist du narrisch? Rennt die Zeit mit derer. Wahnsinn. Ich habe mir sogar gedacht gehabt, dass ich sogar heute ein bisschen weiter spiele mit der Bogenschützin. Das ist so, Kerst Lion, heute spielen wir nur mit der Bogenschützin. Und dann schauen wir weiter, wie es auch immer uns gefällt. Vielleicht sagen wir auch erst, wir ziehen es gleich mit der Bogenschützin durch. Und dann tun wir gleich mal Vollgas geben mit dem Magier etc. Weil man muss schon dazu sagen, das einzige wirklich ganz, ganz lange Kapitel ist auch einfach Kapitel 1 gewesen. Das ist das einzige lange Kapitel gewesen, was wir gehabt haben. Kapitel 1. Sonst Kapitel 2, Kapitel 3 geht dann auch schon wieder relativ eher flotter. Man muss immer sagen, so, eins ist das längste, dann das zweite, dann das dritte, dann das vierte, dann das fünfte, ja, das, ja, fünf, ja, sag mal, das fünfte Kapitel, das geht ja dann wirklich ganz, ganz flott. Das geht ja dann wirklich flott. Schau noch ganz kurz, haben wir das. Nein, das muss dann da sein, genau. Haben wir. Das ist aber auch nicht schlecht, gell? Puh. Weißt du wirklich nicht, was du nehmen sollst. Teilweise. Ah ja, mein Food muss ich rufen, das ist mal ganz wichtig. Und darf ich ja auch nicht vergessen, sonst kriege ich ja auch nicht von ihm. Der macht sonst nur mit mir Tutu, Alter. Das geht aber nicht. Wie kannst du mich nur hinten vorlassen? Das gibt's ja nicht, Alter. Jetzt haben wir schon so viel miteinander durchgemacht, jetzt muss ich ihn aber auch rufen. Ja, passt, Digi, danke, dass du dabei warst, gell? Du, ciao, bis zum nächsten Mal, gell? Meine Crews. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt oben. Ich gehe jetzt einmal oben. Ja, ich gehe jetzt diesmal oben. Bye bye. Ciao ciao. Diesmal gehe ich oben. Wieder große Mal der herkommt. Ne, so scheiße geht der Huren. Gibt's ja meine kleinen Kinder. Gibt's ja. Zeigt's, was die Groots können. Fix der mir den Arsch. Alter. British schon auf fast 9 Zähne steppert. Ganz schon was. Muss dann wirklich mal so ein bisschen, wenn ich das so hörst, wir können dann schon einmal so ein bisschen entscheiden dann bei Level 50 oder wenn wir es einmal durchgespielt haben. Ja, ne sicher. Ah, das stört mich nicht auch, wenn ich hin und wieder mal allein bin. Na, gebiete, das ist ja nicht, ist ja nix. Man muss ja auch sagen, ich habe ja, glaube ich, allein schon 3 Jahre, glaube ich, sind's, oder 4 Jahre, wo ich allein gestreamt habe und ich war allein, wie ich die Gameplays aufgenommen habe, also, gebiete.
Ich glaube, ich tue schon länger streamen. Ich meine, ich glaube, ich tue schon länger Let's Play. Nein, ich tue ja schon seit 5 oder 6 Jahren, tue ich ja sogar schon Let's Play. Bitte mal. Ich glaube, das ist schon doch ein bisschen länger hier. Ich habe 2 Jahre nachdem ich. Glaube ich. Mein Kanal gegründet habe. Bitte mal ein, dass ich da schon zum. Nach 2 Jahren. Oh ja, ich glaube. Wann ist nochmal Anti-Dawn rausgekommen? Ab da, wo der Release war von Anti-Dawn, da habe ich zum wirklich zum Let's Playen begonnen. Ist zwar nicht so alt das Game, aber es hat auch schon ein paar Jährchen hinter sich. Also ungefähr ab da habe ich begonnen zum Let's Playen. Gibt's ja. Hehe, du kleiner Pisser, du. Wie ich da schon so halber so ein bisschen die Gegner anlocke, Maschala. Mit einem Schüsschen. Wie so ein paar Zombies oder irgendwas. Ah, nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Wie so ein paar kleine Zombies. Naja, so wie die teilweise auch ausschauen. Würde ich fast sagen, so ein Mischmasch aus Zombies und Dämonen. Quasi Besessene. Kann schon alles sein. Ui, wieder was hin. Super. So, dann haben wir eh nur noch eins. Nicht gespannt. Alter, sind die jetzt aus den Hundskisten rausgekommen, oder wie? Nein, die sind doch nicht aus der Kiste rausgekommen. Oh, wer weiß. Die fallen alle um, das gibt's ja nicht, die fallen um wie die Fliegen fallen die um. Wahnsinn teilweise. Oh, bald 30, bist du etwa die 5 Jahre alt. Aha, da sehen wir es schon aufleuchten. Man sieht schon langsam aufleuchten. Passt, wir sind auf einem guten Weg. Hab schon wieder schreien gehört, die Dämonen. Wenn ich mich wenigstens ein bisschen mit allgemein mit dem Warhammer-Universum mich ein bisschen informieren würde, würde ich wenigstens auch wirklich gern sagen, Herrst, was sind das bitte für Viecher? Weil du wirst ja quasi einfach nur, die nehmen teilweise schon stark an, du bist entweder ein Fan von Warhammer, beziehungsweise einfach nur von dem Spielergenre. Weil du wirst einfach teilweise einfach nur reingeworfen, kriegst du deine Hauptline und kriegst nicht wirklich viel Information über dieses Universum. Die denken sich schon, der ein oder andere muss ja damit klarkommen, dass er ja schon irgendwie ein bisschen ein Vorwissen über die Kreaturen etc. haben sollte. Beziehungsweise, man kann ja auch einfach hingehen und sagen, erst, ich schaue in den Bücher rein und da liest halt dann durch, vielleicht über das, den jeweiligen, warte, irgendwo haben wir das auch, glaube ich, gehabt. Nein, nicht einmal, du kannst nicht einmal nachschauen gehen, wie die Gegner hassen oder sonst was. Beziehungsweise Kultisten und so, ja, du weißt, was der Werdegang und so alles drum und dran ist, aber Anhänger eher gesagt, also diese anderen Viecher würde mich halt interessieren, was zusätzlich dabei sind. Macht's ihm fertig, meine Kinder, macht's ihm fertig, gibt's ihm, Alter, gibt's ihm! Und? Würde man sagen, das war's mal wieder. Alter, das geht rucke zucke. Das ist ein Wahnsinn. Oh, fast die 30. Hofft, dass du da vielleicht sogar 2 Fertigkeiten kriegen würdest. Bohohoho, das wär's. Und da könnte wenigstens sogar das ein oder andere dann upgraden. Vielleicht. Mal schauen. Ich hoffe auch, dass wir neue gute Items gekriegt haben. Das ist ja auch noch.
Das wär's, Alter, das wär's. Alter. Da benutzt man eh schon so selten die Fähigkeit. Und dann fallen trotzdem die Gegner wie Fliegen, Alter. Das ist ja nicht normal, Alter. Das ist ja nicht normal. Viel zu OP teilweise. Standardattacke ist noch ein bisschen zu schwach. Aber sonst. Viel zu OP. Ui. Da hab ich anscheinend den Falschen erwischt. Hoppala. Komm her da. Gib mir meine Fähigkeiten da, du Huren, du. Komm her da. Brauch dir was. Yeah. Boah, Maschala. So, einmal, ganz wichtig. Zweimal, na immerhin. Dreimal, na hey, da geht was weiter. Aha, ja, da ist wenigstens mal schief was. Ich denke mir gerade, wieso bin ich auf Null? Wieso bin ich auf Null? Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Die Fähigkeit. Ich fühle sie zwar, ich weiß, das ist eine geile Fähigkeit, aber ich brauche die nicht unbedingt. Ja, wenn der mein Crew verstärken, auf alle Fälle. Allein schon zwei. Scheiß fucking zwei Crews. Einmal, zweimal, dreimal. Oh yes. Unzerkehr, wie schaust du jetzt aus? Oh, so ein bisschen so Carnage-Style finde ich nice. Alter, wie von Marvel, Alter. Ich wollte fast sagen, die sie, hoppala. Ich glaube mal eine, sicher gescheuert. Alter. Wie Carnage. Boah, geil. Geil. Gerade ist recht aktuell, wo ich jetzt absolut Carnage gerade durchließ. Weil ich das von einem Haverer gekriegt habe. Einen sehr, sehr guten Haverer. Wahnsinn. Ja, ich bin dann auch schon gespannt, was die drauf haben. Aber gleich zwei Stück. Aber im Endeffekt brauche ich gar nicht einmal. Alter. Ich mache die auch schon so schnell mei, Alter, dass die nicht einmal mehr hinten nachkommen. Das ist ja wieder das Nächste. Die kommen ja teilweise gar nicht einmal mehr hinten nach. So, natürlich mal beschwören, eh klar. Eh klar. Gib mir einer! Oh, komm her da. Der ist lost, der ist hier, Alter. Schau dir den an, Alter, der ist hier. So scheißen geht der Wichser. Oh, neue Kiste, nice. Also eine kleine Mini-Massenschlacht. Nur mit Groots. Sehe ich mich schon drin. Na? Aber man muss auch sagen, es hat jetzt schon wirklich, es hat schon langsam wieder Bauch gehabt. So ein kleiner Stärkeschub für sie war schon langsam wieder bitter nötig. Aber man merkt schon langsam wieder, jetzt haben sie wieder ein bisschen mehr zugelegt von der Verteidigung her oder vom Leben her oder wie auch immer. Alter, heftiger als wieder hauptsächliche Magier. Ohne Spaß. Traurig für Magier. Wirklich traurig. Dass sie mehr als Magier wirkt, als wie er selber. Er mit seinen geschissenen Feuerbälle so scheißen geht, der Huren. Schon, wenn ich mir denke, ich muss jedes Mal das gleiche 50 Mal machen oder allgemein 50 Mal segnen. Irgendwie, aber es steht ja, dass ich allein nur ein Gegenstand. Ich werde mir das irgendwo bei den Trophäen, Leitfaden, Tipps und Tricks da vielleicht einmal kurz drüber schauen,
da wirklich ein Item gemeint ist. Weil wer macht da ständig ein Item auf Segnung? Wer ist denn das so deppert? Jetzt, wer von den Entwicklern hat sich gedacht, ja, tu einmal 50 Mal den gleichen Hurnsgegenstand segnen? Wer ist denn da so behindert gewesen von einer? Und das als Trophäe reinhauen. Da fühlt sich ja jeder verarscht, meiner Meinung nach. Aber na gut. Keine Gegner, Masse, Maschallah. Ich wundere mich eigentlich, dass die nicht kommen sind. Ich schieße die ganze Zeit durch die Gegend, da dann kann er gut. Merkt man schon, dass hier ein bisschen gefährlicher wird. Kommt schon immer mehr. Kommt schon immer mehr. Ah, ich bin geraten, Alter. Gechessen, Alter. Die können aber teilweise auch gefährlich werden. Muss man aufpassen, oder? Pistonarische können gefährlich werden. Das sind auch ordentliche Wichser. Uff, Alter. Oh, yes. Ui, muss ich schon wieder rufen, Alter. Muss ich schon wieder rufen, aber boah, das geht ab wie Butter, Alter. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Die können scheißen gehen, oder? Der Bossgegner kann scheißen gehen, oder? Der wird gefickt, Junge. Der wird gefickt. Bist du narrisch? Der ist wirklich schnell gefickt, sicher. Hoffe ich mal zumindest. Kapitelende, sage ich nichts dagegen. Storyende, sage ich umso mehr nichts. Aber irgendwie kommt es mir halt einfach vor. War man schon mit dem Hexenjäger schon auf 30? Ich glaube, Ende Kapitel schon. Oder kurz davor oder wie auch immer. Mir kommt es irgendwie so vor, wir sind mal relativ schnell Kapitel 30 geworden. Schneller als wie mit dem Hexenjäger. Irgendwie. Irgendwie wirkt es halt einfach, dass ich viel schneller gelevelt habe. Kommt mir vielleicht auch noch so vor. Oder vielleicht habe ich ja viel schneller. Nein, ich habe ja die ganze Zeit diesen XP-Booster nicht reingehauen. Muss man ja auch dazu sagen. Ich glaube aber, dass ich zwar mit ihr, glaube ich, niemand den XP-Boost habe. Aber Beutequalität, Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, zum Beispiel Beute. Das habe ich gar nicht einmal mehr drin. Das geht so rucki-zucki mit der. Aber ist eh wichtig. Ist eh ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Weil umso schneller sind wir 50 und umso schneller sind wir dann auch mit das 3 durch, weil wir dann erst recht keine Probleme haben. Wenn ich mir jetzt Kapitel 2 so anschaue, definitiv nicht. Wir werden definitiv keine Probleme haben, Alter, das Spiel durchzuspielen, Alter, mit derer. Definitiv nicht. Zerkehr. Ich überlege nur für alle Fälle, falls ich irgendwem wegmachen sollte. Na, das ist die Fähigkeit passt. Einmal ich schon gedacht gehabt, dass es einfach nur die verbesserte Version ist. Aber jetzt sind wir eigentlich schon bei jeder Fähigkeit gewesen. Ich glaube, mir fehlen da noch. Ah, Fähigkeit fehlt noch. Eine Fähigkeit fehlt noch. Da bin ich aber gespannt. Da bin ich noch gespannt. Weißt du, dieser kleine Hagel ist schon was Feines, ist schon was Feines. Wenn ich irgendwann einmal so kehrst, ich habe noch ein paar Fertigkeitspunkte und ich habe noch immer den einen Slot frei, würde ich mir den Beinhard nehmen. Würde ich mir den wirklich Beinhard nehmen. So ein kleiner Regenschauer. Wäre geil, wenn man einfach so sagen würde, okay, man tut einfach so eine kleine Falle aufbauen. Und da kommen immer wieder welche. Auch vielleicht wieder was Feines. Geldmäßig geht es aber auch schief voran. Gerade jetzt, glaube ich. Sag mal hier, wie viel haben wir? Oh, sehe ich schon. Chaos-Turm. Wir können schon brav ausgeben, Alter. Bist du deppert? Wird man keine Probleme haben im Chaos-Turm. Definitiv nicht. Da definitiv nicht, Alter. Chaos-Turm lässt grüßen, würde ich sagen.
Na warte, da haben wir schon wieder einen Stärkeren. Das ist so ein Huhn. Oh ja, voll. Das darf ich ja nicht. Das darf ich nicht vergessen. Alter, ist so schnell gefickt, die Bitte. Es ist ja nix, Alter. Ich schlafe ein, Alter, bei dem Kampf. Weil ich einfach auf locker flockig tue. Den ruhig noch dazukommen können. Das wäre kein Problem gewesen. Look here, Monster. Was? Was hat die für ein Stimme, Alter? Leck mich am Arsch, Alter. Was war das? Was war das für ein Stimme, Alter? Leck mich am Arsch. Ja, also null Chance, Alter. Null Chance, die Gegner. Null Chance. Warte, dann nehmen wir das gleich mit. Zahlt sich gleich umso mehr aus. Red bitte nochmal. Ach du Scheiße. Ah, okay, ja, passt. Nice. Alles klar. Machen wir gleich das Ergreifen. Jo. Jetzt haben wir eh bei 32. Scheiß drauf. Ist schon in Ordnung so. Nicht schlecht. Ach du Scheiße, was ist denn das, Alter? Was sollen das bitte für Geräusche sein? Ah, ich glaube, da ist dann eh schon wieder das Ende des Kapitels. Also kurz davor, sagen wir jetzt einmal. Kurz davor, weil da müssen wir jetzt noch ein bisschen kurz herumscheißen, dass wir da irgendwie dann wieder das richtige Titel dann erwischen. Aber sonst ja. Sonst definitiv. Das ist auch geil, wie, Alter. Mit derer. Dass du irgendwie eine Fähigkeit hast, dass du einfach quasi, wenn du herumschierst durch die Gegend, dass es dann von der Wand abprallt, so, sagen wir jetzt ungefähr so viermal. Boah, das ist so bisteppert. Bisteppert, also viermal. Das ist einfach nur noch bing, 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 bing. Boah, das wär's. Das wär's, Alter. Es wär schon ein Hit. Es wär schon ein Hit, Alter. Wahnsinn. Aha. Ja, man merkt dann schon bei, doch eher so bei der Masse. Da ist er dann doch ein bisschen zu schwach. Da merkt man dann schon so ein bisschen so den Nachteil mit derer. Wenn sie ja mehr so die Gegner so mehr eher hintereinander kommen würden, maschallah beste. Aber wenn sie mehrere kommen, dann ist es dann noch eher so im Vorteil, wenn du einen anderen Charakter hättest. Aber dafür kann man wenigstens die ausweichen. Also das ist ja auch wieder das. Und sie macht vieles wett, sehr vieles wett, das muss man auch sagen. Einfach ein bisschen Taufeuer und Tschüss, Baba, und jeder ist gefickt. Und das Geile ist ja auch noch, das geht ja wieder auf den nächsten Gegner, und dann geht es wieder auf den nächsten Gegner, und wieder auf den nächsten Gegner, also, geh bitte. Ja, zu ausscheißen, würde ich sagen. Ja, nehmen wir gleich. Warte, diesmal gehen wir auf, dass es auch mal wieder ein Unterschied ist. Diesmal nehmen wir das. Irgendwann komme ich schon irgendwann einmal ins Richtige, hoffe ich mal zumindest. Irgendwann einmal sicher. Okay. Okay, ja, ich gehe einfach wieder rauf. Okay, rauf. Weil der Avar ist ja auch irgendwie aufgegangen. Mal schauen, ob sich das vielleicht irgendwie was bringt. Komm zurück, ihr Wichser, kommt. Aha, okay. Oh, nehmen wir das im Eckerl.
Nehmen wir das einmal im Eckerl. Deswegen. Ah, ich sehe schon hier. Ah, das ist wieder was Neues. Das ist wieder was Neues. Haha. Zum Scheißen gehen die Wichser. Zum Scheißen gehen. Gib ihm einen, gib ihm! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt ist halt nur die Frage, welchen Weg? Büten wir, dass wir den oberen nehmen müssen. Ich büte mal, dass wir wirklich den oberen nehmen müssen. Weiß nicht, ich hoffe, dass ich nur nicht jetzt verkacke. Wahrscheinlich eh. Wahrscheinlich eh. Wahrscheinlich nehme ich wirklich da wieder den falschen Weg. Super. Oh yeah! Fick sie, fick sie! Passt. Verkackt. Verkackt, definitiv verkackt. Passt. So, gibt's ja mal, da gibt's ja immer mit, ja sicher. So, schön, dass ich das da liegen lassen habe. Yeah. Das wäre wieder eine nette Spende gewesen. Ja, kommt schon hin und wieder was zusammen. Da kommt schon hin und wieder was zusammen. Nein, der ist leider noch immer nicht 50. Noch immer nicht, das gibt's ja nicht. Was ist da los, Alter? Was ist da los? Normalerweise geht das rucki zucki. Na, Alter, das geht Wahnsinn, wie schnell das jetzt gegangen ist mit der 31. Wahnsinn. Alter, mir kommt so vor, Alter, wie würde ich auch jedes Mal das gleiche nehmen. So, nehmen wir mal das untere. Ich weiß, das wird wahrscheinlich vielleicht irgendwie wieder ein Fehler sein. Ist jetzt wieder das untere genommen, aber meine Güte. Warte, ich muss da sowieso mal runter, da. Bist du deppert, da warten soll. Na, leck mir am Arsch. Da warten's und warten's. Huch. Oh, da tut sie was zusammen, da tut sie was zusammen, definitiv. Oh, Wahnsinn, dass ich jetzt schon wieder Kapitelende bin. Wack, wack. Geht voll Gas. Muss aber dazu gestehen, ich muss sagen, ich glaube, ich bleib sogar diesmal. Und macht aber ein bisschen weiter. Alter, nicht der Scheiße ernst. Ich weiß auch nicht, wohin, gell. Ja, probieren wir es einmal auf wieder. Probieren wir es mal wieder auf, weil das ist ja für eine kurze Zeit ja relativ gut gegangen. Da bin ich ja da irgendwie reingegangen. Dann bin ich, glaube ich, da. Ja, ja, ja. Dann einmal das um. Weißt du, das wird jetzt sicher ein Fehler sein. Nein, scheiß drauf. Okay. Ich nehme den Weg zurück. Was ist, oder? Ich lande gleich mal wieder wo komplett woanders. Nice. Alter, leck mich am Sip. Alter, bist du deppert, sind die behindert. Ich mache einfach mal den Weg zurück. Maschallah. Lande da einfach gleich wo komplett woanders. Das ist nicht normal, das ist wirklich nicht normal. Passt. Ja, so halb, okay, passt. So, so da mal Pi, passt. Ist den Weg? Ah, eh. Ah, eh. Alter, ich glaube, ich verzweifle langsam. Ich glaube, die wollen unbedingt, dass ich noch 32 bin oder so, bis ich dann wirklich mal check, wo ich hin muss. Weißt du was, jetzt gehe ich nicht durch, jetzt gehe ich einfach mal geradeaus. Scheiß drauf. Ah, eh. Lande eh wieder da. Na super. So, wieder auf. Bei mir, ja, was ist das für ein Schmutz? Diesmal gehen wir nicht auf, diesmal gehen wir links. Diesmal gehen wir wieder, jetzt gehen wir links. Yay! Jetzt haben wir's! Nice! Na, Alter! Aufpassen, 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 Digi. Oh, Gott sei Dank. Wart, der ist schnell gefickt. Wieso kommt mir das irgendwie so vor, wie wäre das irgendein Pubertzahl? Alles klar. gibt's ihm den Huren, gibt's ihm! Kommt, meine kleinen Kinder, kommt!
Oh, Flexerei des Todes, bist du öppert? Bist du öppert, Alter? Nicht schlecht. Nicht wieder. Definitiv nicht wieder, Alter. Maschala. Wieder scheiß Dreck, der noch immer angegriffen wird, Bruder. Das braucht keine Sau mehr, Alter. Das hätte er definitiv schneller aktivieren müssen, aber sowas von schneller. Ah, Wahnsinn. Zacki, 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 würde ich sagen. Erstmal mal drüber schauen. Mhm. Ist in Ordnung. Oh, muss jetzt nicht unbedingt. Bist du Depot, oder? Ja, ja. Oh yes, bist du na. Ja, da geht jetzt was weiter. Da geht jetzt was weiter. Na, leck mich doch am Sieb. Hm? Hm. Alter, fast jeder Slot. Respekt? Oder ist es da? Da ist wieder was Neues. Zeig her. Giftschaden wird verstärkt. Ah, das muss ich nicht haben. Das muss ich nicht haben. Giftschaden. Muss nicht sein. Aha. Aha, da geht dann da auf einmal so um und tschüss. Allein schon 10 Damage, Alter. Wahnsinn, Alter, Wahnsinn. Das geht bei der so flott plötzlich. Mir kommt so vor, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber ich bild mir ein, dass wir mit dem Hexenjäger nicht so schnell gelevelt sind. Irgendwie. Mir kommt es einfach so vor, wie würde es mit der viel flotter vorangehen. Vom Leveln her. Abgesehen jetzt vom Kapitel, dass wir das viel schneller erledigt haben als wie mit einem Hexenjäger, ist eh klar. Allein schon, wenn wir sich nicht das ganze Quarkwa anhören müssen. Aber sonst, Wahnsinn. War das nicht auch beim ersten Mal so? Ich bild mein? Das war auch beim ersten Mal so. Schaut aber cool aus. Der schaut aber cool aus. Muss man schon sagen. So, einmal. Zweimal. Let's go. Gä? Irgendwie dagegen schon. Irgendwie schon dagegen. Wahnsinn, was das teilweise für einen Unterschied macht, gell? Alter, wieso nimmt er keinen Schaden? Wieso nimmt er keinen Schaden mehr? Was ist jetzt los mit dem? Ist der Bus allmächtig oder was? Ah, jetzt. Denke mal, das ist ja die ärgste Frechheit. Kann ich nicht mal ausweichen, den Scheißdreck. Ah, der Wichser ist hier. Der ist hier. Ich hab mal den Erinnerung, dass der sogar ein bisschen schneller hingegangen ist. Gib ihm, gib ihm, gib ihm! Und hier bist. Oh yes, na, nicht schon wieder, du Huren. Weißt du was? Ich lande genau in der Mitte. Vielleicht habe ich eine bessere Chance. Ja, das wär's, Alter. Das wär's, Alter. Maschallah. Wenn ich nicht aufpassen, Alter, bin ich hier vielleicht auch noch, Alter. Easy. Einfach easy. Warum zeigt er den nächsten Balken daher und leckt mir am Arsch? Na Gott sei Dank, dass da einer Fahrt kommt, sonst wäre ich fix hier, Alter. Ich wäre safe hier, Alter. Fahrt kommt, wäre ich safe hier. Bist du Depot, Alter? Was war jetzt das, Alter? Das war nur fucking E1? Das war zacki, zacki und tschüss. Was war jetzt da los? Bruder. Alter, was war jetzt da los? Leben komplett los vom Gegner, aber komplett.
Sie kommen und gehen. Mashallah. So soll's sein bei den Wichsern. Alter, nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Ja, zacki zacki, würde ich sagen. Kaki kaki. Okay, das gefällt mir gerade nicht. Yay, Chaosturm. Nicht dein Scheiß Ernst! Bruder! Ach, Gott sei Dank! Gott sei Dank, aber ohne Spaß, das kann nicht euer Ernst sein, oder leck mich am Arsch! Die ist aber noch nicht gehabt! Wir haben schon viel Scheiße erlebt in dem Game! Viel Soldatenscheiße! Viel Scheiße erlebt, aber das haben wir noch nie gehabt! Jo, hat sich schon wieder ausgezahlt. Und definitiv endlich mal wieder auch eine Spende. Diesmal kommen wir auch wenigstens auch vorbei. Fähigkeiten, noch immer zwar scheiße. Und da haben wir wieder nichts. Alles klar, ist ja nicht so, wie hätte ich gerade irgendwie ein Endboss erledigt und da hätten sie ruhig was spenden können. Aber na gut, ich habe ja nichts gesagt. Jo.